Die Trauer zu diesem Vorfall ist verständlich und berechtigt. Aber Ihnen geht es nach meiner Einschätzung jedenfalls nicht in erster Linie um Aufklärung und Trauer. Ihnen geht es um die Spaltung der Gesellschaft. Und das immer wieder und auch hier im Parlament. Das, was wir an Hass sehen mussten in Chemnitz, an rechtsextremen Parolen und Hitlergrüßen, das ist nicht Chemnitz, das ist auch nicht Sachsen, das ist auch nicht Deutschland. Das sind vor allen Dingen Ihresgleichen, Ihre Funktionäre, die ganz bewusst die Grenze zum Rechtsextremismus einreißen. Das ist die Wahrheit. Sie haben Ihre eigenen Funktionäre nicht mehr unter Kontrolle, wenn die auf die Straße gehen, und schon gar nicht mehr die notwendige Distanz zu den Neonazis, die da mitlaufen. Und ich sage Ihnen, man marschiert nicht an der Seite des Rechtsextremismus, man bekämpft ihn, meine Damen und Herren.